So, Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zurück zu Total War Warhammer 3 mit der mächtigen Katharina von Kislev. Ja, keine Sorge, ich habe meinen Apfel immer noch dabei. Oh, ihr müsst verzeihen. Es sind noch so leichte Nebenwirkungen, ihr müsst verzeihen. Es ist halt, ne, Quarantäne und so nicht so einfach, aber wir warten mal eine Runde ab. Habt ihr gesehen? Da läuft die Ratte. Domäne des Blutgottes betreten. Die Fraktion Verbannte des Korn. Verbannte? Oh. Das ist die Fraktion. Es gab doch nur einen Verbannten. Hat den Mahlstrom durch unbekannte Machenschaften unversehrt durchquert und ist in Korns Reich eingedrungen. Alles klar. Fraktion vernichtet Rotaugen. Uiuiuiui. Mutter Erde. Die Kosten für die Anrufung des Mutterlandes. 20 Runden lang minus 50%. Wow. Das klingt fabelhaft. Du kommst bitte hier runter. Du kommst bitte auch hier runter. Du kommst dann gleich nächste Runde in die Armee. Dann gucken wir mal, dass wir Kislev halten. Der belagert uns? Nee. Nee, der plündert. Ich wollte gerade sagen, der belagert uns doch nicht. Ja, ich würde ja eigentlich schon gerne den hier meucheln, ne? Aber so wie ich das sehe, haben wir dafür gar keine Zeit. Deswegen werden wir mal eben mit dem Kommandanten hier hochkommen. Du bist schon ein Marschbefehl, ne? Ja, es ist halt die Frage, ne, wir machen das erst so. Wir holen uns die Armee. Kann sich, meine ich, nicht zurückziehen. Ist eine absolute Gurkentruppe, die wir mal eben hier über den Haufen hauen werden. Komisch, dass wir dennoch so einen Schaden abbekommen haben. Werden die Einheiten Verstärkung mitnehmen. Kriegen den verbotenen Stab. Sehr schön, im Kampf getötet. Holen uns die Erfahrungspunkte. Und dann, glaube ich, werden wir dann mit Marschbefehl, obwohl, warte mal. Nee, geht gar nicht anders, ne? Werden wir mit Marschbefehl uns so einen Riss hier mal widmen mit der Katharina. Was haben wir denn hier noch Tolles für dich, meine Liebe? Eiswachen, ja. Führerschaft, Nahkampfabwehr sollten wir mal mitnehmen. Hier haben wir alles gebaut, hier haben wir alles gebaut. Das sieht soweit gut aus. Die Frage ist, wollen wir natürlich jetzt hier Befürworter für den Bau eines Gebäudes, Befürworter durch Besetzen, Befürworter durch Austragen einer Schlacht. Das klingt doch gut. So, sollen wir das denn jetzt schon machen? Nee, ne? Jetzt noch nicht. Nächste Runde. Mightiest witch, all Kislevites stand against you. Nee. Das Reich des Hexers betreten, Pockenmacher des Nurgle. Ist bei Zetsch drinne. Land des Seuchenherrschers betreten. Goldzahn. Der Goldzahn ist das Ogerkönigreich. Hat das Nürgelreich betreten. Okay. Kampagnensichtfeld. Richtig. Schließt ein Chaos. Ist Mission erteilt. Ja. Ja, gleich. Gleich. Du gehst erstmal hier auskundschaften. Ich glaube, wir müssen. wir müssen hier mal gleich mal schnell durch so ein Portal, ne? Ist das so ein Wettrennen oder was soll das sein?
Ist das etwa ein Wettrennen? So, du kommst jetzt bitte hier in die Armee. Dankeschön. Was ist jetzt wichtiger? Ich glaube, er oder erst er? Ich weiß es nicht. Spielt ja keine große Rolle. Wir machen es einfach. So, das Gebäude möchte ich gerne haben. Wir zahlen dafür 34, das können wir uns leisten. Dann sind wir immer noch über 100. Wir könnten natürlich auch das Gebäude jetzt hier mitnehmen. Wir kriegen eine Hingabe mehr, wir kriegen plus 6 Kontrolle mehr und ein Einkommen aus allen Gebäuden plus 4%. Aber dann fallen wir wieder unter die 100 Hingabe. Ne? Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. So, das hier ist auch interessant. Das heißt, dich werden wir ausbauen, dich werden wir ausbauen und bitte den Markt. Ja. Und nächste Runde, ist das richtig? Das hält ja 10 Runden lang, ne? Also wir haben eigentlich Zeit. Wir haben Zeit. Wir haben jetzt wieder 1700. Wir müssen aber so ein bisschen Einkommen uns angucken. Aber sieht noch ganz gut aus. To vanquish evil. Da muss ich aber jetzt erstmal in Ruhe gucken hier, mein liebes Ostmark. Das sieht soweit gut aus. Die blutige Ernte, Bestienschnapper, himmlischer Sturm, Abscheulichkeiten, faulige Schwarm, Zorn der Wildnis, Sylvania. Allsehendes Auge. Beulenpestschwarm. Du wirst mich ärgern. Hast du die ganze Welt dabei? Bin ich mit dabei. Geh doch ab. Mehrere Runden in Marschstellung absolviert. Ach, die gibt es auch noch. Sehr schön. Verbündeter beginnt Bau eines Außenposten in Volksgrad. Dankeschön. Siedlung wird belagert. Und zwar in Kislev. Was für eine Schweinerei. Obwohl unsere Armee daneben steht. Ich glaube, bei dir hakt's. So, mit so einer Garnison haben wir natürlich sehr leichtes Spiel hier. Ne? Da sehen wir die Eiswachen mit Kleven mal. Die sind gegen große Feinde. Und sogar rüstungsdurchdringend. Sieh mal einer an. Cool. Aha. Also haben wir die mit Schwertern und die mit Kleven, ja? Wow. Mhm. Ist ja klar, dass wir das jetzt nicht selbst spielen müssen, ne? Also. Ich habe einen Fehler gemacht, ne? Aber nicht so schlimm. Wir nehmen die Hingabe. Mach mal bitte hier Ursun, war das, ne? Ne, das war Tor. Ja. Das sind 60 Punkte. Beschwören. Mutterland angerufen. So ist es. Du hast einen Stufenaufstieg. Du nimmst bitte erstmal schwer zu treffen mit. Nahkampfabwehr ist einfach extrem wichtig. Und dann wirst du bitte hier oben hochgehen und diesen Riss hier schließen. So, den Riss schließen. Ja, Riss schließen. Und dann kommt hier ein Nörgel. Die Seuchenhüter des Nörgel sind halt 0815 Einheiten. Gut, die Faulfliegen. Ja. Ja, tschö. Und der Riss ist auch geschlossen. Ideal. Komisch finde ich immer die Verteilung des Schadens. Da bin ich ganz ehrlich. Heroische Zähigkeit. Aber ja, bitte. Rang 4 ist Korruption. Rang 5 ist Hagelsturm. Also das finde ich schon ein bisschen merkwürdig. Aber nur ein bisschen. Was haben wir noch? Dich können wir noch ausbauen. Das trifft sich gut. Nicht nur dich, sondern auch dich.
So, dann. Wir haben ja hier eh ein Schutzbündnis, ne? Marschbefehl, du sollst hier runterkommen. Geht das? Kriegen wir da noch Verstärkung? Kriegen wir, sehr gut. So, die Hauptarmee. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Du hast noch einen Stufenaufstieg. Du nimmst erst bitte Truppen auffüllen mit. So, da ist der Riss. Riss des Korn. Betrete die Domäne des Blutgottes. Boah. Also alleine jetzt nur vom Tabletop her gesehen, ist das natürlich jetzt eine schwierige Sache. Also, bei Korn weiß ich vom Tabletop her, da kommen auch die Blutdämonen und so, ne? Also, da, das ist sehr melee-lastig, sehr gefährlich, sehr böse. Land des Seuchenherrschers ist natürlich viele Spezialeinheiten. Nurgle, denke ich mal, ist so ein bisschen mit Debuffen, Seuchen, Verlustverstärkungsrate. Der dunkle Prinz. Muss nicht passen. Also das Reich des dunklen Prinzen wäre ja, meine ich, halt so was wie mit Slaanesh. Irgendwie alles so drum und dran, ne? Eine Öffnung in Slaanesh, dunklen Reich. Slaanesh ist ja ein Manipulierer. Slaanesh ist und so eigentlich der einzige Chaosgott, oder ich sag jetzt mal im Allgemeinen so die Kategorie Slaanesh, wo ich den meisten Respekt vor habe, weil er verspricht dir ja Sachen und lockt dich damit. Und dann bist du in seine Falle eingegangen und du erleidest höllische Qualen, weil du das angenommen hast, ne? Ich weiß, sollen wir Slaanesh? Sollen wir, ich glaube, wir gehen. Wir gehen. Slaanesh ist noch keiner, ne? Dann gehen wir Slaanesh. Das Reich des Chaos. Ein Ort ohne Bande. Die Grenzen der sterblichen Dimensionen haben keinerlei Bedeutung hier. Es zählen nur die Launen der dunklen Götter. Doch es gibt einige Regionen, in denen keine der Mächte der Verderbnis vorherrscht. Dazu gehört auch die Schmiede der Seelen, wo Bellacor lauert und Ursun verendet. Bis wir jedoch die Seelen von vier Dämonenprinzen haben, bleibt dieser Ort unerreichbar. Das Reich des dunklen Prinzen. Versuchung, Lust und Völlerei im Überfluss erwarten euch in diesem Reich der Sehnsucht. Es wird nicht einfach, sich Slaaneshs Champion zu stellen, denn ihr müsst ihn in den sechs Kreisen der Verführung aufsuchen. Seid gewahr, dass ihr auf eurer Reise ins Innere Verlockungen begegnen werdet, die eure reizlose Vorstellungskraft übersteigen. Ganz klar. Im Zentrum ragt der Palast des Slaanesh empor. Ein Monument der immerwährenden Begierden, Exzesse und Ausschweifungen. Das erwartet euch in dem Reich. Ich höre schon das Flüstern. Ja, die Hentai-Tentakel, ne? Das kann man sich auch schlecht vorstellen. Bahnt euch euren Weg durch den Palast des Slaanesh, im Herzen des Reiches des dunklen Prinzen, und verwickelt die Kurtisane in einen Kampf.
Die 6 Kreise der Verführung. Betretet jeden Kreis der Verführung durch die Tore. Wenn ihr nach dem dargebotenen Reichtümern und Sünden greift, werdet ihr aus dem Reich geworfen und büßt lediglich Fortschritt ein, doch die Belohnung bleibt euer. Umgebetene Gäste. Zwar werden viele Diener von Slaanesh versuchen, euch zu verführen, doch gibt es auch jene, die eure Gegenwart nicht gutheißen. Dämonische Heere werden euch attackieren, also seid bereit, auf dem Schlachtfeld einen Sturm der Magie zu trotzen. Albtraumhafte Domäne. Sterbliche sind nicht für das Reich des Chaos gemacht und sogar Dämonen straucheln in den Domänen rivalisierender Götter. Je länger ihr euch hier aufhaltet, desto mehr gerät euer Verstand aus den Fugen und desto mehr leidet euer Kommandant unter Chaos-Eigenschaften. Oh no! Doch dies lässt sich im Reich der Sterblichen durch Gebäude oder Schutzketten lindern? Die Aufgabe erteilt, gewinnt die folgende Schlacht. Der Palast von Slaanesh. Wir kriegen eine von 4 benötigten Dämonenprinzenseelen. Unterhalten dann den Buff, das Reich des Chaos. Also erstmal muss ich sagen, das sieht ja absolut fantastisch aus, ne? Es ist ja Wahnsinn. So, und wir sind jetzt hier. Ich kann mich aber nicht bewegen, oder? Nee, okay. Das heißt, die ist jetzt erstmal eine Runde hier im Reich. Das ist ja mal... Boah, ich bin gerade ein bisschen baff. Das haben sie ja sehr, sehr schön gemacht, ey. Das haben sie ja echt schön gemacht. Ist das auf der Kampagnenkarte? Warte mal. Oh, das ist ganz oben im Norden, ja. Die Reiche des Chaos. Okay. Oh, das ist ja mal cool. Das heißt, wir steuern hier und dennoch gleichzeitig hier. Oh, ist ja fantastisch. Ist ja fantastisch. Außenposten verfügbar. Und zwar in Bechhafen. Da wollen wir den Außenposten aber bauen, du. Ja, machen wir. Aber ich hätte gerne aber wieder mal ein bisschen mehr hier. Was ist denn hier los hier? Handel. Ostland. Jawohl. Wie sieht's denn hier aus? Du bist ganz alleine. Handeln. Wer will handeln? Brennender Wind? Nee, lieber nicht. Ich möchte nicht brennen. Nächste Runde? Also das ist ja mal stark gemacht. Aber was ist mit den Portalen? Die Risse, die den Mahlstrom in den Reich des Chaos umgehen, sind keine stabilen Portale. Sie verschwinden nach dieser Anzahl der Runden aus der Welt der Sterblichen und kehren erst zurück, wenn Ursun erneut brüllt. Oh je. Das heißt, ich habe jetzt da oben 12 Runden Zeit? Oder komme ich dann nie wieder zurück? Oh. What news do you bring to the Ice Throne, friend? Hi. Ein Krieg beitreten gegen Clan Gritos. Das ist wieder so eine Zecke, ne? Nee, erstmal nicht. Das Reich des dunklen Prinzen betreten. Der Verleiter des Slaanesh. Das heißt, wir haben jetzt Besuch. Sehr schön. Kislev sieht okay aus. Du siehst okay aus.
Unsere Verlustverstärkungsrate sieht hier nicht okay aus. Ja, mach ruhig mal Marschbefehl. Ich meine, wir haben ja eine Verlustverstärkungsrate, die ist nicht allzu hoch. Ne? Wir sind in 3 Runden. Ich möchte gerne den Verbündeten helfen, die Risse zu schließen, weil irgendwie sagt mir etwas, dass die Risse echt ungesund sind, wenn ich ehrlich bin. Korruption oder Wachstum? Oh. Oh, das ist jetzt eine schwierige Entscheidung, ne? Irgendwann brauchen wir das Wachstum nicht mehr. Aber ich meine, wir könnten den dann in eine andere Provinz reinlegen, ne? Ich nehme dennoch Korruption. Wir kämpfen gegen das Chaos. Ich glaube, das ist entscheidender hier. Okay, dann haben wir dich um dich gekümmert. Korruption. Und dann muss ich mal gucken. Hier oben haben wir ja die Reiter, ne? Achso, oh, ich habe ganz was vergessen. Geh mal bitte hier. Ach du Jemini, hier Einkommen aus allen Gebäuden. Oh, 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 oh. Oh, bitte steinigt mich nicht. Ja, du gehst bitte hier durch das Portal. Und das war's dann, oder was? Okay. Oh, hier. Da ist jemand. Göttlicher. Oh, da. Hm, Nakari, da bist du ja. Oh, eine 19er Armee. Ja, gut. Also nächste Runde. Also bisher sieht das ja alles sehr, sehr gut aus, ne? Du möchtest jetzt nicht Angriffspack. Das ist wiederum schon mal was ganz anderes, mein Lieber. Ich hätte schon gerne mit dir handeln, ne? Willst du aber nicht. Dann gib mir dein Geld. Das Reich des dunklen Prinzen betreten, die Legion des Chaos. Oh, oh. Oh, genau hinter uns. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Oh. Ja, wir haben aber keine Zeit, um mit dem zu spielen, ne? Warte mal, ich muss mal eben gucken. Ne, wir gehen einfach weiter. Ich weiß nicht, was passiert, wenn wir zu spät kommen. Oh, jetzt geht's aber los. Der Kreis der Habgier. Wir nehmen an, ultra viele Gegenstände und 15.000 Gold für die Schatzkammer. Aber unsere Armee wird das Reich des Chaos verlassen. Nein, wir müssen weiter. Wir müssen weiter. Da geht's so nicht. Also das ist ja eine Verführung. Ach du Jemini. Was kommt denn da raus? Oha. Okay, Moment. Das müssen wir dann, denke ich mal, das nächste Mal erstmal ausfechten. Das wird auch nicht einfach. Du baust bitte das hier. Kislev sieht soweit gut aus. Wir könnten das Gebäude hier bauen. Sind wir immer noch über 105. Ich bin mir nicht so sicher, ob ich das Gebäude... Das Gebäude werden wir hier, glaube ich, abreißen im Laufe der Zeit. Ja. Glaube ich schon. Glaube ich schon. Ich bin mir nicht so sicher, aber irgendwann haben wir ja die Befürworter. Aber ich meine, minus 8 Kontrolle, minus 8 Korruption, das ist schon stark.
Oha, also es geht drunter und drüber, meine werten Ladies and Gentlemen, ja. Es geht drunter und drüber. Wir machen bisher... Ich würde sagen, wir machen uns ganz gut. Wir haben die Kampagne verstanden. Ich bin gespannt, was kommt. Lore-technisch gesehen werde ich mich erstmal ein bisschen zurückhalten, weil ich glaube, dass in Total War Warhammer 3 vieles selbsterklärend ist. Gerade was Bellacor angeht, ich meine, ich weiß jetzt nicht, ob es ein Spoiler ist, aber Bellacor ist halt ein gieriger Saftsack gewesen, sagen wir es mal so. Der konnte nicht genug kriegen und wurde dafür bestraft. Ja, also die Lore, ja, ist natürlich interessant. Aber ich glaube, dass das Spiel so etwas erklären wird und auch sagen wird. Ich bin da sehr neugierig. Ich war bis dato nicht enttäuscht, weder vom ersten noch vom zweiten Teil. Vielleicht gibt es ein paar Änderungen, die werden wir dann sehen, wenn es soweit ist. Aber erstmal bedanke ich mich fürs Zugucken, wünsche euch noch einen traumhaft schönen Tag und bis zum nächsten Mal.